Zum Thema Kongruenzabbildungen. Die Figuren 1, 2, 3 und 4 sind kongruent, weil von einer zur anderen die Distanzen gewahrt werden. Die Figur 5 ist nicht kongruent zu den vier anderen, weil sie nicht gleich groß ist. Eine Kongruenzabbildung in der Ebene, das ist eine Transformation der Ebene, die die Distanzen wahrt. Die möglichen Kongruenzabbildungen in der Ebene sind die Translation, die Achsensymmetrie, die Punktsymmetrie, die Rotation und jede Verkettung dieser Transformationen der Ebene. Beginnen wir mit der Translation, auch Parallelverschiebung genannt. Angegeben werden dieses Dreieck ABC und diese Translation. Wir werden jetzt das Bild von diesem Dreieck durch die Translation bestimmen. Dazu kleben wir zuerst diesen Vektor am Punkt A und der Endpunkt des Vektors ist somit das Bild von A durch die angegebene Translation. Wir machen genau dasselbe für den Punkt B. Das Bild von diesem Punkt B durch diese angegebene Translation, das ist dieser Punkt B'. Jetzt machen wir noch genau dasselbe für den Punkt C. Der Endpunkt von diesem Vektor ist der Punkt C'. Somit haben wir die Bilder von A, B und C bestimmt. Und jetzt reicht es, diese Punkte zum Dreieck zu verbinden. Und dieses Dreieck ist das Bild von diesem Dreieck ABC durch diese angegebene Translation. Kommen wir jetzt zur Achsensymmetrie, auch Achsenspiegelung genannt. Angegeben werden dieses Dreieck ABC und diese Symmetrieachse S. Wir konstruieren jetzt das Spiegelbild von diesem Dreieck gegenüber dieser Achse. Dazu bestimmen wir zuerst das Bild von A. Wir verbinden diesen Punkt A im rechten Winkel zu dieser Symmetrieachse so. Und diesen Abstand, diesen rot gestrichelten Abstand, übertragen wir zur anderen Seite der Symmetrieachse und somit erhalten wir hier das Bild A' von diesem Punkt A durch diese Achsenspiegelung. Wir machen genau dasselbe für den Punkt B. Wir verbinden diesen Punkt senkrecht zu dieser Achse, also so im rechten Winkel, und übertragen diesen Abstand von da bis da zur anderen Seite der Symmetrieachse und erhalten so das Spiegelbild B' von diesem Punkt B. Wir machen genau dasselbe für den Punkt C und verbinden letztendlich diese drei Punkte A', B', C' zum Dreieck. So haben wir das Spiegelbild vom Dreieck ABC konstruiert. Wir kommen jetzt zur Punktsymmetrie, auch Punktspiegelung genannt. Dieses Mal werden angegeben dieses Dreieck ABC und dieses Symmetriezentrum O. Wir konstruieren jetzt das Spiegelbild von diesem Dreieck gegenüber diesem Zentrum O. Dazu bestimmen wir zuerst das Bild vom Punkt A. Wir verbinden den Punkt A mit dem Zentrum O, so, und übertragen diesen Abstand in der Verlängerung zur anderen Seite von O und erhalten so das Bild A' von dem Punkt A. Wir machen genau dasselbe für B. Wir verbinden zuerst B mit dem Zentrum der Punktspiegelung O, so, und übertragen diesen Abstand hier zur anderen Seite von O, das heißt so. So erhalten wir den Punkt B', das Bild von B durch diese Punktspiegelung. Und dann machen wir noch genau dasselbe für den Punkt C. Wir verbinden dann noch diese Punkte A', B', C' zum Dreieck und haben somit das Bild von diesem Dreieck durch die Punktspiegelung mit Zentrum O konstruiert.
Kommen wir jetzt zur Rotation, auch Drehung genannt. Angegeben werden hier dieses Dreieck ABC, dieses Rotationszentrum O und dieser Drehwinkel minus 120 Grad. Wir werden jetzt das Bild von diesem Dreieck durch die Rotation mit Zentrum O und Winkel minus 120 Grad konstruieren. Zuerst für den Punkt A. Wir verbinden den Punkt A mit dem Punkt O, konstruieren dann diesen Winkel von minus 120 Grad. Wir wissen, negative Winkel werden im Uhrzeigersinn gedreht, die positiven den Uhrzeigern entgegengesetzt. Also nochmal, wir verbinden A mit O, konstruieren dann diesen Winkel minus 120 Grad und übertragen den Abstand zwischen A und O auf diesen zweiten Winkelschenkel. So erhalten wir hier als Endpunkt dieser Strecke das Bild von A durch die Rotation mit Zentrum O und Winkel minus 120 Grad. Mit dem Zirkel setzt man die Spitze hier an, die Bleistiftspitze auf den Punkt A und konstruiert diesen Kreisbogen mit Zentriwinkelöffnung 120 Grad, aber im Uhrzeigersinn konstruiert. So erhalten wir also das Bild A' von diesem Punkt A durch diese angegebene Rotation. Ich mache diesen Winkel jetzt wieder weg und wir machen genau dasselbe für den Punkt B. Wir verbinden B mit O, konstruieren dann diesen Winkel von minus 120 Grad. Wir konstruieren auch diesen Kreisbogen und erhalten so das Bild B' von diesem Punkt B. Genau dasselbe für C, Winkel, Kreisbogen, C'. Machen wir auch den Winkel dieses Mal wieder weg. Und jetzt brauchen wir nur noch diese Punkte A', B', C' zum Dreieck zu verbinden. Und somit haben wir das Bild von diesem Dreieck durch diese angegebene Rotation konstruiert. Somit haben wir also alle Kongruenzabbildungen der Ebene wiederholt. Die Translation, die Achsensymmetrie, die Punktsymmetrie und die Rotation. Alle anderen Kongruenzabbildungen sind Verkettungen dieser Transformationen der Ebene. Bei jeder Kongruenzabbildung werden erhalten die Distanzen, das heißt, die Distanz zwischen zwei Punkten A und B ist genau dieselbe wie die Distanz zwischen ihren Bildern A' und B'. Die Kollinearität wird erhalten, was bedeutet, wenn A, B und C drei kollineare Punkte sind, dann sind ihre Bilder A', B' und C' ebenfalls kollinear. Auch werden erhalten die Mitten, die Winkelöffnungen, die Parallelität sowie die Orthogonalität.